Hi Leute, willkommen bei einem neuen Video. Es ist lange her, dass ich ein Video gedreht habe, wo ich eine Mütze aufhabe und ihr meine Haare nicht seht. Denn ich habe seit langem mal wieder meine Haare getönt. Das Ding ist, was heißt seit langem mal wieder? Ich habe meine Haare nicht zum ersten Mal mit dieser Farbe getönt, sondern schon das zweite Mal. Und ich benutze eine Tönungsverpackung von denen, die ich sonst auch mal benutzt habe. Die benutze ich immer zweimal. Die erste Hälfte beim ersten Mal und die zweite Hälfte von der Tube beim zweiten Mal. Und das erste Mal habe ich euch danach gar nicht abgefilmt, weil ich so dachte, Digga, man sieht gar keinen Unterschied. Und jetzt beim zweiten Mal bin ich immer noch der Meinung, dass man nicht wirklich einen Unterschied sieht oder eigentlich gar keinen. Meine Mom hatte beim letzten Mal gesagt, doch, ein bisschen sieht man. Keine Ahnung, in welchem Licht, aber ich filme jetzt gerade mit Tageslicht, was besonders schlecht ist, muss ich dazu sagen, weil es absolut bewölkt ist. Wenn ich vorhin gefilmt hätte, wäre es deutlich besser gewesen. Ich zeige euch erstmal meine Haare. Here it is. This is actually my hair. I don't know. Do you see a difference? Seht ihr einen Unterschied? In dem Kamerabildschirm würde ich jetzt fast sagen, ja, sieht ein bisschen heller aus. Aber bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Wenn ihr jetzt erfahrt, mit was für einer Farbe ich meine Haare gemacht habe oder in was für einer Farbe, dann werdet ihr eh sagen, nope. Obwohl ich das auch schon mal in Vlogs erwähnt habe, aber für die Leute, die wahrscheinlich nicht meine Vlogs gucken. Ich habe mir mit Syos Color Glow, also das, was ich ja eigentlich quasi immer benutzt habe, die Farbe Korallgold gefärbt. Das sind ja quasi die neuen Verpackungen von Syos. Es ist, glaube ich, ungefähr das gleiche, mit dem ich mir sonst immer die Haare getönt habe, Entschuldigung. Nur, dass sie eine neue Verpackung bekommen haben. I'm not really sure. Auf jeden Fall habe ich das halt gesehen. Korallgold. Die Farbe habe ich, glaube ich, schon seit letztem Jahr irgendwann in meinem Schrank und kam nie dazu, mir die zu färben bzw. zu tönen. Und normalerweise macht man das auf blondem Haar, wie man sieht. Und auf blondem Haar würde man wahrscheinlich ein super schönes Ergebnis sehen. Also ich habe ja wahrscheinlich auch blondes Haar, es ist wahrscheinlich einfach nur ein dunkelblond. Nur es ist so dunkel, also wie gesagt, schwierig. So eine Farbe wollte ich mir nämlich damals mit meinen blonden Haaren eigentlich immer mal tönen, aber habe es dann irgendwie nie gemacht. Zu der Zeit, wo das gerade in war, nannte sich das, glaube ich, auch so ein Strawberry Blond oder so. Eben so ein Erdbeer-Blond-Ton, was ich irgendwie voll geil fand, wo ich so dachte, mega gut. Vor allem finde ich das für den Sommer auch mega schön. Naja, deswegen habe ich gesagt, gut, ich töne mir das, wenn dann im Sommer. Und ich glaube, letztes Jahr habe ich entweder den Sommer verpasst oder habe es die ganze Zeit vergessen, weil es immer in meinem Schrank steht. Und seitdem ich mir nicht mehr regelmäßig die Haare färbe oder töne, habe ich das auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall hatte ich mir das ja, wie gesagt, schon mal reingeknallt und ich muss sagen, ich habe nichts gesehen. Meine Mom meinte, sie hat ein bisschen was gesehen. Und ich weiß, dass da draußen tatsächlich bei einigen Zuschauern bis heute immer noch super viel Interesse besteht wegen Haargeschichten und so, weil ich ja eine Zeit lang doch relativ häufig was mit meinen Haaren gemacht habe. Und ich muss halt sagen, ich wollte deswegen habe ich das beim ersten Mal nicht abgedreht, wollte ich eigentlich kein Video dazu machen. Weil ich so dachte, man sieht ja eh keinen Unterschied. Es ist total schwachsinnig, das Video. Da aber so viel Interesse besteht und vor allem auch gesagt wurde, es ist egal, wenn es nur minimal der Unterschied ist oder überhaupt, habe ich gedacht, mache ich das hier einfach mal. So sehen die Tuben jetzt übrigens aus. Also ich gehe mal davon aus, dass es in allen Farben so aussieht mittlerweile. Da steht auch nochmal die Farbe drauf. Sah in der Verpackung super schön aus. Ich glaube, bei blondem Haar sieht das mega toll aus. In dem Punkt habe ich mir so gedacht, ich wünschte, ich hätte wieder blondes Haar, weil da kannst du tatsächlich auch mehr Farben ausprobieren. Oder mehr Tönungen auf jeden Fall. Ja, ist ja immer bis zu 3 Anwendungen. Bei meiner Haarlänge reichen nur 2 Anwendungen, obwohl ich mir so gedacht habe, ich habe mittlerweile so langes Haar, wo ich mir die ersten Male die Haare getönt habe, waren ja noch nicht mal so lang. Und da habe ich schon die Verpackung nur 2-mal benutzt. Ich glaube, jetzt wäre es für mich am besten gewesen, eine Verpackung für einmal tönen zu nutzen. Aber naja, was soll ich sagen? Also das wäre jetzt mein Haar in natürlichem Licht, also normalem Tageslicht. Aber Tageslicht, was halt absolut scheiße ist, weil es total bewölkt draußen ist. Obwohl das Tageslicht tatsächlich geht, aber wenn die Sonne scheinen würde, würde es ja nochmal besser aussehen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich meine Lampen mal anmache. Das hier wäre jetzt tatsächlich bei meinen Lampen das natürliche Licht. Das ist so eine Mischung aus gelbem Licht und weißem Licht, weil das weiße Licht wäre ja das kalte Licht, das warme Licht
wäre ja so gelbliches Licht und das ist das natürliche Licht, also genau dazwischen irgendwie. Und deswegen habe ich so gedacht, naja, mit dem Licht vielleicht. Weiß halt nicht, inwiefern man was sieht. Ich würde mal kurz warmes Licht anmachen. Ich weiß nicht, ob das einen wesentlichen Unterschied macht. Oder kaltes Licht. Das wäre ja wahrscheinlich auch, wenn ich meine Softbox anmachen würde. Wo die doch nicht ganz so kalt, glaube ich, ist wie die Lampen. Ich glaube, natürliches Licht ist in dem Punkt ein bisschen besser. Ich versuche nochmal mit Licht aus. Ja, sieht natürlich jetzt wieder deutlich dunkler aus, aber weil es auch deutlich dunkler draußen ist. Ich weiß gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man so ein bisschen was sieht. Also, dass da wirklich wie so ein leichter rot-rosa Stich vielleicht sogar drin ist in meinen Haaren. Aber ich glaube, das sieht man auch nur, wenn man es weiß tatsächlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob es irgendjemandem da draußen auffallen würde. Beziehungsweise ich habe mir ja schon mal die erste Hälfte damals in die Haare gemacht. Das war vor fast über einem Monat. Ich glaube, ich habe es mir ungefähr Anfang August reingeknallt, wenn ich mich nicht irre, wollte dann Anfang September wieder nachtönen und habe es dann, glaube ich, vergessen. Und jetzt ist es halt Mitte September, aber mein Gott. Beziehungsweise war es vielleicht auch Anfang Juli und ich wollte es dann Anfang August nochmal machen. Weiß ich aber auch nicht mehr genau. Vielleicht war es auch Anfang August. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, wann ich mir die erste Hälfte reingeknallt hatte. Ich würde jetzt vermuten Anfang August. Wie auch immer, auf jeden Fall. Tada, da habt ihr wieder ein Haarvideo. Obwohl, also meiner Meinung nach sieht man eigentlich so gut wie gar keinen Unterschied. Ich wünschte mir jetzt wirklich gerade in dem Moment, wo ich diese Farbe halt ausprobiert habe, dass ich halt blonde Haare hätte. Weil dann hätte ich vielleicht genau die Farbe, die ich halt unbedingt mal haben wollte, in der Zeit, wo ich noch blond war. Ich würde mir jetzt aber auch nicht die Haare extra wieder blond färben, nur um diese Farbe auszuprobieren, ne? Also, das Ding ist halt, manchmal denke ich mir so, oh, jetzt wieder blondes Haar. Weil es manchmal, wenn ich so Bilder sehe, wo meine Haare gut aussahen, wo sie vielleicht nicht tot oder kaputt aussahen, obwohl ich eine Zeit lang kürzere Haare hatte und das, obwohl die kaputt waren, sahen die manchmal, aber weil die Frisur manchmal ganz cool aussah, glaube ich. Obwohl ich aktuell sage, ich bin so froh, dass sie mittlerweile so lang sind, ich würde sie mir auf gar keinen Fall abschneiden wollen. Also abgesehen von Spitzenschneiden so, aber ich habe schon gesagt, es ist halt, manchmal sieht das Blond halt so, so schön aus, wenn ich noch so Bilder oder Videos sehe von damals und dann denke ich mir wieder so, oh, jetzt wieder blondes Haar. Aber andererseits denke ich mir, jetzt meine Haare wieder auf blond kriegen, das wäre ein ganz schöner Akt, glaube ich. Müsste ich wahrscheinlich so oder so beim Friseur machen lassen, weil ich glaube, unwahrscheinlich wären es mehrere Besuche, weil ich nicht weiß, ob man direkt auf blond gehen kann oder man nur langsam heller werden kann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre das die schonendere Methode. Aber ich habe auch gesagt, dass ich auch mal wieder Bock hätte, wenn dann, weil das ist jetzt meine Naturhaarfarbe, einfach mal wieder auf ein dunkleres, also nicht nur zu tönen, sondern vielleicht sogar zu färben oder so eine Intensivtönung oder sowas. Mit einem wirklich sehr dunklen, weiß ich nicht, also dunkler als meine Naturhaarfarbe ist, beziehungsweise wäre es dann, ich weiß nicht, ob ein Hellbraun heller ist als ein Dunkelblond. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich auch in Ordnung, aber ich habe so an ein Dunkelbraun auch eher gedacht, vielleicht so richtig, oder so ein Mittelbraun oder irgendwas in die Brauntonrichtung. Und, oder vielleicht, aber das würde ich dann wahrscheinlich eher wieder im Sommer machen, jetzt nicht mehr diesen Sommer, der ist ja quasi so gut wie vorbei, wenn dann eher vielleicht nächstes Jahr, dass man dann wieder überlegt, so ein paar Highlights in die Haare, also wirklich so blonde Strähnen oder sowas. Oder wenn man dunkelbraunes Haar hat, vielleicht hellbraune Strähnen oder so, dass man einfach so ein paar Highlights drin hat, würde ich obvious natürlich auch beim Friseur machen lassen, weil das kann ich nicht. Aber mal gucken. Überhaupt, ich habe eigentlich so viel auf so viele Sachen Bock, aber irgendwie, ja, bin ich mir bei meinen Haaren manchmal gar nicht so sicher. Und weil ich weiß, dass manche Sachen, auf die ich Bock hätte, super viel Zeit und Arbeit mit reinbringen würden. Und ich habe meistens für meine Haare gar nicht so viel Zeit im Alltag, um da so viel Arbeit reinzustecken. Deswegen Zeit und Arbeit reinzustecken vor allem. Deswegen, ja, schwierig. Aber so ein paar Tönungen probiere ich ja immer noch sehr gerne aus. Ja, also somit kann ich euch zeigen, dass eben dieses Korallgold, ich glaube, eher so semi-gut funktioniert hat. Also, mag sein, wenn bestimmtes Licht auf meine Haare fällt, dann sieht man es so leicht. Und jetzt, wo man es weiß, sieht man es vielleicht auch. Ich weiß halt nicht, ob ihr diese Haarfarbe jetzt mit anderen Videos von mir vergleichen könnt und dann schon sagen könnt, ah ja, in dem Video sah die Farbe in deinen Haaren so aus und jetzt sieht sie halt so aus. Ich weiß halt nicht, ob man das so gut vergleichen kann.
Kommt vielleicht auch immer aufs Licht drauf an. Aber ja, das ist mal wieder das, was ich mit meinen Haaren gewagt habe. Beziehungsweise ist jetzt das Korallgold Elea. Also ja, ich werde sie mir nicht nochmal in der Farbe färben. Also ich werde diese Farbe jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil ich ja sehe Tönen. Ich sage immer färben, Entschuldigung. Weil wir sehen ja, man sieht quasi nichts. Beziehungsweise ich weiß halt nicht, ob die Friseure unter euch da draußen einen Unterschied sehen oder sagen, doch, man sieht es ganz leicht. Mein ungeschultes Auge sieht es tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade gesagt, auf der Kamera sah es tatsächlich gerade intensiver aus für mich oder zumindest auf dem Bildschirm in der Kamera. Wenn ich es dann am Ende auf dem Rechner habe, sieht es ja auch nochmal anders aus. Aber als jetzt, wenn ich ins Spiegel gucke, keine Ahnung, meine Mama hat ja auch gesagt, sie sieht einen leichten Unterschied. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, zu dem Zeitraum, wo ich das auch so getönt hatte, hat aber auch keiner was zu meinen Haaren gesagt. Also es war nicht so krass, dass es irgendjemandem aufgefallen ist. I think that's okay. So, wie gesagt, es war ein Versuch wert. Mal sehen, wann, wie, wo ich dann vielleicht das nächste mit meinen Haaren mache. Also frühestens natürlich eh erst wieder in einem Monat. Aber ja, mal gucken. Also ja, genau, das ist es eigentlich schon. Ich weiß, total unspektakulär und super unspannend, aber ja, ich dachte mir, dann zeige ich euch einfach mal das Ergebnis und keine Ahnung, wie man sieht, sieht man wahrscheinlich nichts. Keine Ahnung. Aber ja, that's it. Guti, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen letzten Haarvideos einfach mal vorbeischaut. Die verlinke ich euch in die Playlist, in die Infobox und in die Infokarte. Weil da gab es auch größere Ergebnisse zu sehen, also größere Unterschiede auf jeden Fall meiner Meinung nach. Deswegen schaut da super gerne vorbei, wenn ihr wieder Bock auf mehr Haarvideos habt und so, dann zeigt mir das einfach mit dem Däumchen nach oben, weil dann weiß ich, okay, vielleicht sollte ich doch wieder mehr mit meinen Haaren machen, beziehungsweise euch dann auch jedes Mal meine Ergebnisse zeigen oder wie auch immer. Ich habe ja jetzt wirklich sehr lange meine Haare ruhen lassen. Beziehungsweise hatte ich ja vorletztes Jahr oder so die ständig getönt, also öfter mal getönt, glaube ich. Ich glaube, es war vorletztes Jahr, I'm not really sure. Und es war eigentlich ganz cool. Vielleicht fange ich damit wieder an. Ich fand ja die Sayos-Tönungen eigentlich super gut. Ich weiß halt nicht, ob es die immer noch alle in den gleichen Farben gibt wie damals, beziehungsweise ob die auch immer noch genauso gut sind wie damals. Ich kann mir vorstellen, dass sich auch nicht nur Verpackung, sondern vielleicht auch Formulierung geändert hat. Ich glaube, es sind die, die ich damals hatte, so in der Art. Bin mir natürlich nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe auch nicht mehr alle Farben gefunden, zumindest muss ich das ehrlich gestehen. Vielleicht gibt es auch nicht mehr alle Farben oder überhaupt. Ich müsste mich da mehr im Internet erkundigen. Vielleicht gibt es aber auch noch andere schöne Farben, die man ausprobieren kann. Vielleicht auch von anderen Firmen oder so. Mal sehen. Und mal gucken, wie viel man überhaupt auf meiner Naturhaarfarbe machen kann, wo man überhaupt einen Unterschied sieht. Ja, that's it. Dann hoffe ich, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Ciao!